Und wir haben auch beide, wenn wir irgendwie über die Elbe gefahren sind, mit der Straße, wenn wir jetzt wirklich total Sonnenschein waren, ganz viele Menschen an der Elbe, haben wir immer so gedacht, boah, was machen jetzt die Gefangenen? Die dürfen wir nicht raus. Die haben von 15 bis 16:30 ihren Hofgang und mehr nicht. Menschen treffen heute wieder in der Justizvollzugsanstalt Dresden für eine Theaterprobe hinter Gittern zusammen. 20 von draußen, 20 von drinnen. Die von draußen haben Verpflegung mitgebracht. Ananas mit weißer Schokolade. Aber das ist nicht ganz so gut gelungen. Wie? Also ich habe mir das irgendwie fester vorgestellt, aber es ist ganz schön flüssig geworden. Dann machen wir einen Pudding draus, oder? Ja. Also es gibt Riesenprobleme, wir dürfen das Essen nicht mit reinnehmen. Also das muss jetzt erstmal geklärt werden. Generell darf nichts mitgebracht werden. Essen für den Eigenbedarf ist schon eine große Ausnahme. Ein komplettes Picknick für alle ist nicht eingeplant. Wir haben alles durchsichtig und einzelbar, außer Ihrem Beutel, Herr Daniel. Herr Kassuber, Ihr Beutel. Das ist die Messbeutel. Nach wenigen Minuten ist alles geklärt. Für dieses besondere Projekt sind großzügige Regelungen möglich. Ich nehme den jetzt einfach mal. Die Menschen, die in unserer Gruppe sind, die nehmen wir mit hin, die anderen werden von Yvonne, damit es keine Irritationen gibt. Wir sind ruhig zwei. Okay, kommen. Mitgehen. Wir gehen nicht durch die Verwaltung, wir gehen jetzt hier direkt. Dreimal haben sich die Montags- und die Mittwochsgruppe schon getrennt getroffen. Erste Annäherungen wurden gewagt, erste Schritte probiert. Herr Doller könnte eigentlich mitmachen. Albert Doller, Berufsschullehrer in Rente, Kardize, Choreografin des Projekts. Ihr Bewegungsmaterial für die Struktur. Heute proben die 40 Spieler zum ersten Mal gemeinsam in der großen Sporthalle. Das Gefängnis ist ein Neubau und wurde 2000 in Betrieb genommen. Das ist ja Luxus. Bei dieser ersten Gesamtprobe kann Nicole nicht dabei sein. Sie wurde inzwischen aus dem Gefängnis entlassen und wollte heute endlich die Schlüssel für ihre Wohnung holen. Die wissen nur, wie sie es machen. Die haben gesagt, ich kriege heute den Schlüssel und die ruft den Hausmeister persönlich an. Also ich war jetzt selber ein bisschen baff, was ist 8 Uhr morgen. Also Mietvertrag ist unterschrieben, das Geld ist bezahlt, ne? Und jetzt geht's an den Schlüssel, da brauchen die hier eine halbe Ewigkeit. Also auf dem Straßenverkehr. Scheiß Knalli, ne? Die kann warten. So kommt mir das gerade vor. 3 Kreuze im Kalender und Schlüssel sind mir erwischt. Zurzeit wohnt sie bei ihrem Freund Markus. Die ersten Tage draußen sind die schwersten. Ämtergänge, Bürokratie. Hey, 80% der ganzen Wege haben wir hinter uns. Das ist eigentlich in den eigentlich ausschlaggebendsten Situationen, ne? Da wirst du alleine gelassen. Sagen sie mal, Rezo hier, Rezo da und Lockerung, Schnack, Schnack. Ein Anruf von uns als Filmteam genügt, um Nicoles Wohnungsschlüssel doch noch an diesem Tag zu bekommen. Bin schon mal gespannt, wie die Wohnung aussieht. Das brauchst du nicht immer aufs Kraftleben. Das sind alles vorhanden. Eine Einzimmerwohnung, 20 Quadratmeter. Erfreulich guter Zustand. Was ist ja gut, dass du neue Dichte Fenster. War gleich erst du nochmal schon. Ungewohnt. In meiner alten Wohnung hat es überall durchgepfiffen. Fenster sind das große A und O. Du denkst, dass die an Herzkosten fressen können. Das stimmt. Die Wohnung hast du. Ich bin froh, dass ich schon ein Spiel machen muss. Bist du wenigstens happy? Erleichtert. Glaube ich. Das ist ein bisschen weniger Arbeit. Eine Sorge weniger. Markus steht Nicole zur Seite. Er hat sich extra Urlaub genommen und hakt mit ihr die Behördenliste ab. Ich habe mich streckenweise ziemlich verloren gefühlt, also überfordert. Ich bin hilflos. Also ich denke mal, wenn man da ganz alleine ist oder noch länger hinter sich hat, dann wird es noch
anstrengender und schwieriger. Kann ich mir vorstellen. Also es ist auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Das sollte man nicht unterschätzen. Noch fehlt Nicole draußen eine Arbeit. Auch stapeln sich die Schulden. In den 2 Jahren Gefängnis wurden alle Forderungen auf Eis gelegt. Einmal draußen kommt alles auf einmal. Drinnen, hinter den Mauern, bleibt irgendwie die Zeit stehen. Nicoles Foto vom ersten Abend in Freiheit steht schon bei den Freunden, die noch drinnen bleiben müssen, für die die Zeit hinter den Mauern noch tropft. Steve, genannt Lippi. Sein Orangenbäumchen ist 6 Jahre alt. Gezogen in seiner Zelle aus einem Kern, als es mal Orangen zu essen gab. Einfach mal. Na, ich liebe die so. Auch mal für den Kamera. Oh, cool. Oh. 7 Jahre verbringt er jetzt schon hier. Ja, das ist halt so mein Ausblick, ja, den ich absolut nicht leiden kann. Ich habe noch keine so extrem schlechte Anschläge gesehen wie sie. Also die sind wirklich, was heißt schlecht, so selten so, ist schon alles cool gemacht. Ne? Also das gibt es nicht solche Stände, ne? Aber selbst so deprimierend finde ich hier alles. Ne? Ne, hier haben wir den Teich, den kleinen, den haben wir letztens selber gebaut. Ne? Weil hier haben wir die kleinen Enten bekommen, ne? Und haben wir das ausgegraben, ohne gefragt. Hat auch keiner was gesagt, wie gesagt. Ne? Lippi nutzt hinter Mauern jedes Bildungsangebot. Realschule, Sprachen, Beruf. Nein, ich werde meinen MINT-Gestalter zu Ende machen. Dann lerne ich hier schon fleißig Französisch, weil ich mein Abi noch machen in der Abendschule. Draußen war ich immer so ein bisschen lustlos auf alles. Ne? Das war halt, draußen war halt alles andere wichtiger, also das, was wirklich wichtig ist. Ne? Ja, und jetzt denke ich halt ein bisschen anders wieder. Ne? Ich bin halt erwachsen geworden. Ja. Beim Theater kann Lippi vielleicht neue Leute kennenlernen. Ohne Drogen und vorgespielte Coolness. Morgen! Hat er ja auf dem Hemd stehen. Ja, genau, ich brauch's gar nicht sagen, ich stehe auf dem T-Shirt. Die Sporthalle mutet an, als wäre sie draußen. Doch die Gefangenen kommen aus ihren Zellen, aus dem Alleinsein. Das ist der persönliche Bremsbild. Genau, das sieht doch gut aus. Aber da sieht man die Augen nicht. Das und ist das der Sinn der Sache. Das ist der Punkt. Ach, wo, so viel Wert auf diesen Blickkontakt. Britta ist Beamtin, draußen. Rico, genannt Glücki, sitzt seit 8 Jahren. Ich fühle mich halt in so Menschenmengen ziemlich unwohl, weil ich also schon macht lange hier bin. Man kann sich ja dann nochmal hier, ne? Also man sieht, da gut kann man sich nochmal so steilen. Ja, man kann sich hier nochmal steilen, wenn man dann so. Menschenmengen halt. Fühle ich mich ein bisschen. Ist man nicht gewöhnt hier. Aber ich glaube, das sind sie nicht der Einzige. Das ist nicht schlimm. Für Glücki sind 40 Menschen einfach zu viel. Boah. Aber das waren auch ziemlich viele Eindrücke auf einmal, so dass, wie bei meinen ersten Ausgängen, wo ich die hatte damals. Da bin ich abends in meinen Haftraum gegangen, habe zu allen gesagt, hier jetzt nee, ne, ich muss Ruhe haben. Also, weil das war, als schlägt man mir hier ein Fotoalbum vor den Kopf, ständig mit zigtausenden von Bildern. Ne. Da war ich schon ganz schön fertig. Also. Riese, ich zeig's nur so kurz vor, sie machen das dann noch mit viel, viel mehr Energie. Riese, Elfe, Zauberer. Und danach abhauen oder fangen. Antje Grüner, Kunsttherapeutin der JVA, versucht allen Beteiligten mit Kennenlernspielen erste Berührungsängste zu nehmen. Da fängt die Beamtin vielleicht einen Mörder, der Betrüger vielleicht eine Künstlerin, der Räuber die Studenten, der Drogendealer den Krankenpfleger. Tine und Jonas, die beiden Studenten, begreifen allmählich, was Gefangenschaft bedeuten kann. Man sieht zwar, dass sie dort Theaterpädagogik machen, dass sie schöne Faxen machen können, aber die Freiheit fehlt ja im Endeffekt. Und das ist ja wirklich somit das höchste Gut, was ein Mensch hat. Und das wird ihnen einfach genommen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Gefängnis oder dass dieses Einsperren was bringen wird. Also ich glaube, auch langfristig gesehen bin ich eher dagegen, sowas, als dass man einfach Menschen wegsperrt. Ich glaube nicht, dass dadurch was besser gemacht wird. Nee, das glaube ich ja doch schon, weil die überlegen da erstmal, also die kommen dann zum Nachdenken, wenn man das
geht mir auch, wenn ich wirklich mal alleine bin, mich nur mit mir beschäftige, dann fange ich eher an, darüber zu reflektieren, was ich gemacht habe. Und ich glaube, deswegen tut das ihnen so gut, weil wenn die hier, also so gut, weil wenn die hier draußen sind, nachdem die so eine Tat begangen, dann reflektieren die gar nicht darüber, dann würden die gar nicht nachdenken, ja, wieso habe ich das jetzt gemacht? Was hat das jetzt für Folgen für mich? Weil es gibt ja dann keine Folgen. Und so fangen die halt wirklich an, darüber zu reflektieren. Und ich glaube, dieses Reflektieren löst dann schon eine Veränderung in einem Menschen aus. Dass vielleicht auch diese Zusammentreffen Veränderungen bei denen von drinnen ebenso wie bei denen von draußen herbeiführen, das wünschen sich die Therapeuten und die Gefängnisleitung. 3 Proben gab es bisher in den Einzelgruppen. Jetzt zeigen sie sich gegenseitig, was sie bisher geübt haben. Das ist ja gerade das Gute, weil da kommen immer neue Formen raus. Zum Beispiel, ne, ich mache einen Fies und in dem Augenblick musst du auch einfach so. Wie, als du rennst jetzt los. Ja, aber wenn ich gerade den Moment so weggedreht bin von dir, ich krieg das Freeze gar nicht mit, dann muss ich erstmal die Drehung verabschieden. In dieser ersten langen gemeinsamen Probe entsteht ein Bild, auf dem nicht zu erkennen ist, wer ist Gefangener und wer nicht. Das ist das Ziel. Auch das Publikum soll am Ende nur noch Menschen sehen, egal woher sie kommen. Daniel war im Gefängnis bisher bei jedem Theaterprojekt beteiligt. Menschen von draußen, ohne Vorurteile, begegnen ihm selten, denn Gefängnisse sind seit Jahren sein Zuhause. Oh, gleich hoch, Mensch, haben wir Wasser holen, joggen gehen heute, ne? Ja. So, Wasser, ne? Dass ich nicht verdurste beim Joggen. Jo. So, hier kann man dann halt auch essen machen, das ist die Großküche, ne? Ja, hier haben sie einen Herd hier, einen Backofen, ne? So hier die Herdplatten, ne? Ja, ich koche auch, ja. Zurzeit bin ich auf Diät. Hat man hier die Kühlschrankfächer dann noch, hier, kann man euch zeigen. Na, hier. So hier, ne? Wo man so Kühlsachen reinmachen kann. Ne? Schöne Milch und Käse drin. Jo, ne? Ja, ist gut, ne? Jo. Daniel hat gelernt, jeder Situation Gutes abzugewinnen. Immer wieder landete er bisher im Gefängnis, mal Thüringen, mal Berlin, jetzt Sachsen. Ich habe viele Collagen gemacht, ne? Zum Beispiel so ein bisschen so, zur Zeit ist halt mit der Arbeit halt ein bisschen, bin ich ständig müde, da kommen die Ideen nicht so raus, aber sowas in die Richtung. Und dann habe ich auch hier noch einen, der habe ich fürs Theater gebastelt. Ich habe jetzt auch viele Schwören im Haus rund, ne? Wie hier zum Beispiel mitunter, ne? Aus Papier, was ich so bastel, ne? Habe ich meine Sammelmappe hier, meine Sammelmappen so, und dann suche ich mir das mal raus hier. Und dann bastle ich mir das zusammen hier mit Überschriften hier. Und da habe ich hier meine ganzen Sachen hier, Überschriften, mit Überschriften, meine ganzen Bilder. Ne? Ja. Kommt dann immer aus der Idee heraus, das ist so spontan. Ne? Ich habe ja nichts zu verbergen, was ich früher mal gemacht habe. Ne? Und ich habe hier mein Zentralregister mit drin. Ne? Ja, jetzt da fängt es hier an, ne? Kreisgericht Suhl, Diebstahl. 1992, versuchte Diebstahl, Zerstörung von Fernmeldeanlagen. Da habe ich ein Auto geklaut, ohne Fahren und Fahrtwingsverdrag. Zum Beispiel, das kann ich erzählen. Zerstörung von Fernmeldeanlagen, da habe ich einen Mitsubishi Pajero gehabt, ein Jeep war das. Ne? Und da bin ich halt weggerutscht, dann bin ich in die Telefonzeile reingerutscht, habe ich den mit weggezogen mit dem Pajero auf der Flucht. Ne? Ich den geklaut habe vom Autohaus. Das hat einfach Funken geschlagen, mitten im Winter in Thüringen. Das ist einfach weggezogen. Kennst du Mitsubishi Pajero? Mit so Rambock? Ja, Wahnsinn. Ne? Versuchter Diebstahl, jetzt unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln. Diebstahl. Die Akte zeugt von seiner Zeit mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wie er es nennt. Die Sehnsucht nach Anerkennung und grenzenlosem Leben ließ ihn immer wieder Gesetze überschreiten. Das sind dann hier so Beträge, was ich jetzt zum Schluss gemacht hatte. Ne? Doch damit soll es jetzt endgültig vorbei sein. Wenn alles gut geht, kann er in wenigen Wochen in den sogenannten offenen Vollzug und ist noch vor der Premiere ein freier Mann. Daniel hat gelernt, sich auf den Stationen Respekt zu verschaffen. In anderen Gefängnissen ist das viel schwerer als hier in Dresden. Hier hat jeder seine Einzelzelle. Hier kann man allein sein, wenn man will. Hier begegnet man sich freiwillig.
auch beim Hofgang. Da ist auch Glücki vom Theater dabei. Er wohnt auf demselben Gang wie Daniel. Was auffällt, die Männer, die beim Theater mitspielen, nutzen auch die Zeit des Hofgangs aktiv. Glücki spielt Volleyball. Daniel trainiert. Er will gut aussehen für die Freiheit. Freiheit. Ein Gefühl davon bringen die von draußen in die Theaterprobe mit. Was ist denn das? Ach, Buletten. Mini-Buletten. Mhm. Chili-Käse. Selbstgemachte Salate, Obst. Ein ungewohntes Festmahl. Eine absolute Ausnahmesituation. Ein Tag fast unwirklich anmutend hinter den Mauern. Niemals gesehen, so was Gutes. Obst gibt es zweimal die Woche, vielleicht mal einen Apfel. Und dann haben wir wirklich bloß von Obst und Joghurt. Und Joghurt gibt es. Da mische ich nochmal auf der ganzen Station ein. Ja. Ja. Dafür gebe ich dann nochmal meine Wurst her und so, weil ich kann das alles nicht mehr sehen. Ja. Du bist auf Diät, also auf Deutsch. Du gehst jetzt hier Landung machen und trinkst das dann hier. Nach Noten kann ich eigentlich nie so. Ich spiele eigentlich mehr so nach Gehör. So. Also nach Rhythmusgefühl. Nach Gehör. Üben, dann wird das schon wieder. Genau. Bei den Theaterproben passiert, was eigentlich nicht passieren soll. Männer und Frauen verlieben sich. Und nicht nur beim Theater. Die einen begegnen sich auf dem Weg zum Arzt, sehen sich beim Einkauf, die anderen beim Wechsel der Hofgänge. Es soll sogar Partnervermittlungen im Gefängnis geben. Sunny hat Mark gerade erst kennengelernt, bei der ersten Theaterprobe. Und jetzt wächst die Liebe so ganz langsam und zart. Briefe über die Hauspost sind eine Möglichkeit für die beiden, ihre Sehnsucht zu stillen, die durch die räumliche Trennung und die wenigen Treffen größer und größer wird. Ja, der Marc auch. Mensch, wie machst du denn das? Wenn ich das sage, ich dir nicht. Na, tust du sprühen, damit ich, na, wie soll ich denn sprühen? Das ist ganz einfach. Also für seine Briefe brauche ich immer bestimmt 4-5 Stunden. Weil ich die immer gestalten tue. Über die E-Punkte sind alles Herzen. Dann male ich die noch aus. So. Das hier, das ist eigentlich perfekt. Das habe ich nämlich für ihn geschrieben. Das muss ich aber noch gestalten. Weil ich meinte, weil er auch mal über mich was geschrieben hat, so, da habe ich gesagt, okay, mache ich auch mal was für ihn. Also, die Zeit ist endlich gekommen für ein glückliches Leben. Und das, mein Schatz, will ich nur mit dir erleben. Unsere Geschichte ist ziemlich schräg. Angefangen hat alles hier im Knast am Hammerweg. Wir sahen uns und konnten unsere Herzen sofort begeistern. Ich bin mir sicher, wir werden unsere Zukunft gemeinsam meistern. Nichts und niemand kann und wird uns jemals wieder trennen. Nie wieder werden wir vor unseren Problemen davonrennen. Durch dick und dünn werden wir gehen, uns gegenseitig alle Ängste nehmen. Der glücklichste Mann sollst und wirst du sein, dafür sorge ich. Mein Schatz, ich bin für immer dein, über alles liebe ich dich. Ja, also ich habe manchmal Tage so, dann nehme ich mir einfach einen Stift und dann geht's los. Ja, also das finde ich auch so mit am schönsten. Da hat er sich übelst gefreut. Sunny hat Arbeit in der Gefängniswäscherei. Auch das ist ein Ort, an dem sich Männer und Frauen begegnen. Sagst du mir ganz schöne Grüße? Ja. Da fährt man Leute gegen. Ich habe mal Kurs heute. 1,75 Euro verdient Sunny pro Stunde. Dadurch hat sie statt 35 Euro ca. 80 Euro im Monat zum Einkauf. Der Rest kommt auf ein Sparkonto für die Zeit danach. Startgeld, wenn sie draußen neu beginnt. 23 Jahre.
Jeans 58, 11 Buben. Hier wird die gesamte Wäsche der JVA gewaschen. Einmal pro Woche kommt auch noch die Wäsche aus der JVA Waldheim. Ja, die Unterwäsche musst du machen, ja. Die mache ich nicht. So, 40 Unterhosen. Draußen arbeitete Sunny im Metallbau. Harte Arbeit scheut sie nicht. Und hier ist sie sogar Vorarbeiterin geworden. Sie wurde zu 2 Jahren wegen Drogen verurteilt, ausgesetzt auf 4 Jahre Bewährung. Da sie die Auflagen nicht erfüllte, musste sie in den Knast. Also für mich so das erste und das letzte Mal. Das weiß ich. Tja. Aber es ist halt auch mal eine Erfahrung. Ich sag mal, hat auch was Positives. Jetzt im Knast. Hört sich blöd an, ich weiß, aber ist so. Man weiß halt wirklich, wer für ihn da ist und also wer am Ende dann noch zu ihm steht. Dann weiß man halt, wie man reagieren muss, wenn man wieder draußen ist. Bis vor einer Woche arbeiteten hier nur Frauen. Jetzt lernt Sunny Männer an. Die Frauen werden nach Chemnitz verlegt. Hand auf Bande. Ja, ich weiß. Und die Handtücher kommen ja hinten auf den Tisch, weißt du? Die Verlegung nach Chemnitz beunruhigt die Frauen. Aber ich bleib wahrscheinlich hier. Also sie will mich gar nicht hier behalten, weil ich halt überall einsetzbar bin. Ja. Und wegen der Theatergruppe schon. Ja. Die bleiben ja eh hier. Also denke ich mal. Ja, zu 80% haben sie gesagt. Ja. In Chemnitz ist es härter, heißt es unter den Gefangenen. Da will keiner so schnell hin. Herr Boller wieder hier mit seinen Eisbonbons. Wollen Sie eins? Ja, gerne. Unheimlich gerne. Das ist der Eisbonbon-Mann. Die erste Gesamtprobe lässt die von draußen und die von drinnen zusammenrücken. Grenzen werden getestet. Hilfe wird erbeten. Unterschriftenaktion gegen die Verlegung. Wir wollten Unterschriften heute sammeln von allen. Vielleicht bewirkt es was, dass jeder unterschreibt, dass wir vielleicht bis Ende des Projekts mitmachen können. Das wäre nicht schlecht. Ja, da können wir mal schon. Ja, also wieso gibt es da schon jetzt irgendwelche? Nee, also ich denke mal, am 1. August oder am 20. August werden die Frauen weggehen. Und dann sind wir hier nicht mehr dabei. Und bis nee, das wäre schade. Ja. Daniela ist im Gefangenenrat der JVA. Sie versucht alles, damit die Frauen beim Theater bleiben dürfen. Hier, da werden Sie ja gleich die erste Stunde schreiben können. So. Ah, ja, Marie. Wie ja alle wissen, sollen alle Frauen nach Chemnitz, womit auch die 7 Teilnehmerinnen des Projekts betroffen sind. Wow, natürlich unterschreibe ich. Würde ich an den Petitionsausschuss schicken, ja. Zur Profil und... Ich schicke das an den Petitionsausschuss und mal schauen, ob da irgendwie... Ah, echt? Da habe ich irgendwas hingeschrieben? Na, da komm, nie was zurück. Doch. Ich habe übelst Überschriften gesammelt für die Legalisierung von Cannabis, ne? Ich habe es echt ausgedruckt. Unterschreibe, okay. Brauchen wir nicht weiterreden, weil die war ja wieder klar. Können wir ja noch dazu schreiben. Die Verlegung der Frauen ist seit Jahren geplant und wird seit Jahren immer wieder verschoben. Doch die Ersten müssen jetzt tatsächlich gehen. Geht! Los! Diese lange Probe hat Nicole verpasst. Doch zum Glück darf sie weiter mit dabei sein. Normalerweise ist das Betreten der JVA 3 Monate lang nach der Entlassung untersagt. Doch für das Theaterprojekt gibt es auch da Ausnahmeregelungen. Es ist das erste Mal, dass sie nach ihrer Entlassung diesen Weg geht. So stellt sich das Gefühl ein, dass es immer noch so richtig glücken kann, so, dass ich wirklich draußen bin. Ne? Weil wieder dieser Gang dahin. Plus diesmal weiß ich halt, dass ich wieder gehen darf. Das ist halt ein Gefühl, womit ich nicht so richtig umgehen kann. Mal schauen, wie es nachher ist. Ich freue mich jetzt erstmal, dass ich die übersehe. Und im Gefängnis fallen beunruhigende Entscheidungen. Ey, wir sind seit Anfang an dabei, verstehst du? Und ich muss nach Chemnitz am 9.8. Hab ich gerade erfahren. Ey, was sind das für eine Revolution? Verstehst du? Ein paar Frauen dürfen mitmachen, ein paar nehmen oder was? Was ist denn das? Ja, ein paar werden ausgesucht, die mitmachen dürfen, ein paar nicht. Und ich gehe. Und ich bin seit Anfang an dabei. Doch noch ist die Unterschriftensammlung nicht abgeschickt. Noch bleibt ein Fünkchen Hoffnung.